Die fünfte Generation des VW Caddy läuft im polnischen Werk Posen vom Band. Er setzt auf die Plattform des aktuellen Golf mit seinem Querbaukasten auf und man hat daher auch auf seine Technikkomponenten zurückgegriffen. Das Resultat? Er ist näher am PKW und gleichzeitig auch vielseitiger geworden. Umgangssprachlich würde man sagen, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. In Bezug aufs Auto, es ist keine Schraube gleich wie beim Vorgänger. Das heißt, 100% neue, aber doch noch 100% Caddy. Wir haben hier neue Motoren, die den neuesten, aktuellsten Abgasvorschriften entsprechen. Wir haben ein neues Fahrwerk, das sich fantastisch anfühlt, deutlich mehr Komfort, deutlich mehr Sicherheit bietet. Wir haben, wenn es der Kunde wünscht, bis zu 19 Assistenzsystemen. Wir haben ein Panoramadach. Wir haben alle Möglichkeiten für den Kunden. Wir haben ein Angebotssortiment vom Caddy-Kastenwagen bis hin zu den PKW-Varianten, die wir erkennen. Und ganz neu gibt es jetzt den Caddy California, das ist unser Camper, ganz neu in diesem Segment. Also wir haben für jeden Kunden das passende Angebot. Erste Fahreindrücke zum Caddy gibt es auch bereits von den Fahrtechnik-Profis des ÖAMTC. Nicht nur, wenn ich schon ins Fahrzeug reinsteige, ich setze mich hinein, ich habe eine optimale Sitzhaltung drin, eine optimale Sitzposition, sondern es geht auch weiter über die Lenkung, eine sehr direkte Lenkung, die ja direkter ist wie beim Vorgänger. Beim Vorgänger hat man ca. 3 Umdrehungen von links nach rechts gehabt, jetzt sind es nur mehr 2,5. Und diese direkte Lenkung gibt mir so viel Rückmeldung, dass es ein wirklich angenehmes, komfortables Fahren wird und der Caddy eigentlich eine Klasse für sich ist. Viel Neues gibt es auch im Hintergrund. Wir haben beim Caddy 5 eine komplett neue digitale Landschaft. Das geht von den Assistenzsystemen, also Navigationssystem, mit einem 10-Zoll-Bildschirm drin und das ist ja nicht mehr ganz so klein für einen PKW. Wir haben eine komplett neue Landschaft im Fahrzeug. Wir haben über digitale Online-Dienste und Funktionen wie Connect und wie Connect Plus jede Menge Möglichkeiten für den Kunden. Immer ein wichtiges Thema hierzulande ist natürlich ein Allradantrieb. Der Caddy 4 Motion wird demnächst bestellbar sein. Wir freuen uns schon drauf, weil er natürlich als Variante für Österreich extrem wichtig ist. Wer also den aktuellen Golf mit all seinen Features kennt, der wird auf Anhieb auch mit dem neuen Caddy vertraut sein. Das Angebot reicht vom kurzen zum langen Radstand, beim PKW von 5 bis 7 Sitzen, vom TSI über TDI bis zur Erdgasvariante TGI ab Mitte 2022.